Ja, und damit herzlich willkommen zu einer neuen Aufnahme hier auf dem Kanal. Wir sind heute mit einem Dampftriebwagen unterwegs, und zwar von GBR, auf der Riviera Line in the 50s. Also ein bisschen dampfmäßig war es los. Und bevor es schon mal losgeht, werde ich hier mal ein bisschen einheizen, damit wir hier Dampf haben. Und ja, das ist der Dampftriebwagen. In dieser Originalfassung gibt es ihn auch jetzt noch im Museumsbetrieb. Sieht richtig schick aus. Und ja, hat hinten ein Compartment drin, vorne ist der Kessel inklusive dem Triebwerk, und von denen wurden über 99 Stück gebaut. Leider haben natürlich nicht so viele überlebt, und die gab es in zwei Varianten. Einmal mit dem Dampfkessel drin und auch ohne. Also letzteres wurde dann auch nochmal umgebaut. Und das Spezielle bei denen war, also die ohne Dampfkessel, die hatten hinten eine angepasste Dampflokomotive dran. Und die Dampflok konnte von vorne, also hier von diesem Triebwagen quasi, gesteuert werden. Das ist ein ganz einzigartiges System, und dazu werde ich auch noch mal ein eigenes Video machen. Das kommt dann danach dem, wo wir das dann mal hier sehen. Wir werden jetzt hier mit dem Dampftriebwagen bis nach Hattin fahren. Schöner Dampfsand. Ah, Dampfsand. Ah, der war schön, immer mal eine Dampflok mal wieder hört. Ja, also wir sind jetzt in Newton Abbot, fahren nach Hatfield und fahren dann auch wieder retour. Sprich, auch hier bei dem Triebwagen werden wir dann mal in die andere Seite reingehen. Und auch da lässt sich das Fahrzeug von der anderen Seite steuern. Bedingt. Jetzt kommt hier gleich der nächste Dampfzug vorbei. Ein Güterzug, um genauer zu sein. Braucht es natürlich einen guten Shot dafür. Da ist er ja. Mit was er da drauf? Okay. Muss ich jetzt gerade wieder an Transport überdenken. Habe ich zumindest den Bremswagen hinten mit drauf. Auf der Kari. Okay. Wir dürfen jetzt dann auch gleich mal losfahren. Und während wir die Fahrt machen, werde ich euch noch ein bisschen was über den Dampftriebwagen erzählen. Dürfte nicht mal lang dauern, bis wir jetzt endlich losfahren dürfen. Diese Dampftriebwagen waren leider so semi-erfolgreich. Der allerletzte wurde 1935 leider stillgelegt. Die Auto-Coaches, also sprich die Variante ohne Dampfkessel, sondern die, wo du halt eine Lok steuern konntest damit, die sind noch ein bisschen länger gefahren, denn das Problem war ja der, einerseits hast du ja versucht, den Passagierbereich hier etwas sauber zu halten, und das direkt mit einer Dampflok, also mit einem Dampfkessel daneben, war schwierig. Steht zumindest so in Wikipedia drin, also kann man schon vorstellen. Und dann war natürlich Service ein Thema. Wenn du halt da einen Service gemacht hast an dem Triebwagen, dann war halt der ganze Triebwagen weg. Ansonsten hättest du ja quasi, wenn du jetzt eine Lok dran hättest, ja nur die Lok tauschen können, aber der Wagen wäre halt noch da. Und jetzt wird gleich ein kleines Unglück passieren. Denn ich mache die Zylinderhähne zu früh zu. Ja, und da ist der Zylinder explodiert. werde ich das nächste Mal etwas länger aufhören lassen. Ist mir schon lange nicht mehr passiert. Also, ich starte mal kurz durch und sehen wir uns an der gleichen Stelle gleich wieder. So, da, und da sind wir auch wieder da, und dieses Mal lasse ich den Zylinder nicht explodieren. Ich lasse es extra länger als offen. Das beantwortet dann halt auch die Frage, ob man die Zylinderhähne aufmacht, damit das ganze Wasser rausgeht, wenn man gestanden ist. Also das ganze Szenario dauert ungefähr eine halbe Stunde, Viertelstunde braucht man dann bis Hatfield. Da werden wir dann kurz längeren Halt haben und gehen dann wieder hier nach New Abbott zurück. Schöner Sound. Konnte leider nicht rausfinden, was die Höchstgeschwindigkeit von dem Ding ist, aber ich würde mal sagen, nicht schneller als 40 Meilen pro Stunde.
und hat auch so ein Problem mit Steigung. Es wird in Wikipedia sogar erwähnt, dass teilweise die Dampftriebwagen anhalten mussten, um Dampf zu generieren, damit sie wieder weiterfahren konnten, wenn es halt richtig steil raufging. Okay, jetzt im Vorfeld noch 15 Meilen pro Stunde, bis wir dann auf die eingleisige Sektion kommen. Ich finde die Lackierung voll schön. Schade, dass nur noch ein Betriebswegen jetzt im Museumsbetrieb hat. Echt schade. Also von die Autocoaches, also wo die Dampflok da steht, hat es noch ein paar mehr. Ich glaube, das sind 3 momentan. Bei der Somerset Railway. Ja, das ist der Wagen von innen. Das steht gemütlich. Würde ich jetzt auch mitfahren wollen. Und natürlich war das nicht auf Hauptstrecken im Einsatz, sondern wirklich so Nebenstrecken. Wo man dann halt ein bisschen lokalen Verkehr hatte. Ja. Was ihr da übrigens links seht, das ist hier die Glocke. Die ist dann dafür da, dass wenn wir quasi in die andere Richtung fahren, dann geben wir mit Glockzeichen Bescheid, inwiefern er den Fahrtrichtungswender einstellen muss und oder die Bremsen lösen soll. Also es gibt dann ein Gong für Starten, 2 für Stoppen und 3-mal Gong ist dann Bremsen lösen, aber das merkt man dann bei der Rückfahrt. Wobei da die Automatik so semi gut läuft. Ab und zu hat er da ein bisschen Aussetzer gehabt. So, jetzt können wir Gas geben. Auf maximal 35 Meilen pro Stunde. Der erste Halt ist auch gar nicht weg. Ich glaube, es sind knapp 1,5 Meilen noch. Ah, schöne Landschaft. Ja, das Fahrgeräusch ist leider nicht das geilste, aber ich habe schon Schlimmeres gehört. Naja, wir haben trotzdem einen Spaß. Es ist noch ganz witzig, dass ich da bei Wikipedia mal ein bisschen recherchiert habe zu diesem Dampftriebwagen. Den gab es in mehreren Varianten, länger, kürzer, dann mit so, ja, Frankenstein-Varianten mit so einer halben Dampflok da irgendwie dran geflanscht. Das ist doch echt interessant, wie die teilweise ausgeschaut haben. Später gab es dann beim Clayton Steam Rail, Clayton Steam Rail Car, so. Den haben sie sogar dann umgebaut auf Dieselbetrieb, was irgendwie Sinn macht. Und haben dann so noch weitergelebt. Aber ist nur interessant, auf welche Strecken die überall unterwegs gewesen sind. Gab es natürlich nicht nur in England. Gibt ja auch in Deutschland Dampftriebwagen, in der Schweiz. In der Schweiz ist es der Kittel Dampftriebwagen, beziehungsweise ursprünglich ein Serpollet Dampftriebwagen, CCM 1.2 und ist momentan bei der Uricon Baumer Bahn in Betrieb. Der ist aber gerade mal die Hälfte von dem, was wir da jetzt gerade fahren. Den habe ich einmal am Zürcher Hauptbahnhof gesehen. Unser nächster Halt ist jetzt auch nicht mehr weit weg und wir sind noch in der Zeit, das ist sehr gut. Einmal pünktlich. Was ich mir hier noch denke, wenn es regnet, stelle ich mir das ein bisschen beschissen vor. Vor allem mit dem Scheibenwischer. Darfst du ja ständig mit der Hand hier hin und her wischen. Aber ja, gut, so wahnsinnig schnell fährst du ja dann eh nicht. Und im Sommer möchte ich auch nicht wissen, wie heiß da drin wird. Bei Klimaanlage. Anfang des 20. Jahrhunderts da drin? Nee. Ein bisschen Fahrt mit. So. Schauen wir mal, ob ich mal sauber hier anhalten kann. Ah, da hätte ich ein bisschen später bremsen können. Das habe ich schon besser gemacht.
Sodale, mitten im Nirgendwo. Gerade wenn man das hier sieht, ist ja klar, dass du dann hier mit einem kleinen Triebwagen umfährst und natürlich mit gar großer Komposition, da ist einfach nichts los. Coole Sache. Wir sind sogar ein bisschen zu früh. Jetzt sollen wir nochmal Wasser nachfüllen und nochmal einheizen bis zum nächsten Halt. Und jetzt gerade weiter. Währenddessen werde ich euch mal ein Foto einblenden vom Original, damit ihr das mal als Referenz seht. Also kein großer Unterschied zum Original. Währenddessen habe ich mal auch auf YouTube ein paar Videos angeschaut, gerade wegen am Sound. Und der Sound, den wir hier im Spiel hören, der ist tatsächlich sehr nah am Original. Also es passt dann doch. Naja, aber ich würde schon mal Spaß machen, bitte mitzufahren. bei einem Video war auch eine Aufnahme dabei, von innen, quasi wenn er fährt. Der ist knarzt ganz schön anständig da drin mit dem ganzen Holz. Aber im Museumsbetrieb ist der auch tatsächlich immer wieder mal mit einer Dampflok unterwegs und mit einem zweiten Wagen, also mit einem Autocoach. War mir nicht klar, dass das auch funktioniert mit dem. So, ja. Keine Leute hier, kann aber mitfahren. Schade eigentlich. Dann würde ich sagen, wenn wir dann gleich mal wieder losfahren. Zu unserem letzten Halt erstmal in die Richtung nach Hatfield. Kann ich mir noch gut vorstellen, dass er damals, dass er sie so alle paar Stunden mal hier gefahren ist. Zwischendrin halt immer heiß gehalten. Und los geht's. Für die paar Leute, was halt immer einsteigen. Ich hatte die ganze Zeit immer Angst, dass man hier über den Zylinder zerreißt. Deswegen lasse ich die Hähne da immer recht lang offen. Insgesamt habe ich das Szenario dreimal gespielt. Beim ersten Mal ist ja eben der Zylinder explodiert. Beim zweiten Mal habe ich mich voll verbremst. Und beim dritten Mal jetzt hier hat dann soweit alles noch geklappt. Ach ja, alles. Ich freue mich dann schon, wenn ich dann die zweite Aufnahme mache mit den normalen Triebwagen für die Dampflok. Und zwar habe ich mir da schon was überlegt, dass wir da im Sandwich fahren. Sprich Dampflok in der Mitte, vorne und hinten jeweils den Triebwagen. Das ist tatsächlich so teilweise auf der Strecke gewesen und dann machen wir eine ganz besondere Fahrt. Insgesamt denke ich, werde ich jetzt drei Videos machen mit Dampfloks. Also historisch unterwegs. Werden alle in England sein und dann werden wir wieder mal auf was Modernes wechseln. Beziehungsweise Train Sim World ist ja mal wieder ein neues Add-on rausgekommen. Die Horse Curve, glaube ich, heißt sie. Reizt mich jetzt ein bisschen weniger. Rollmaterial ist jetzt nicht viel Neues dabei und die Strecke an sich, ja. Ich bin einfach nicht so der Fan für Güterverkehr. Aber wir werden es uns mal anschauen, aber das wird recht spät kommen. Damit lasse ich mir jetzt Zeit. Hat mir jetzt nicht so mega gereizt wie zum Beispiel die Strecke in Luzern. Von der bin ich auch ein bisschen enttäuscht. Also optisch sieht es ja gut aus, aber vom Triebwagen bin ich enttäuscht. Von dem mit Zusicherung. Muss ich jetzt mal reinschauen, ob sie es mittlerweile gepatcht haben. Seit dem Video bin ich jetzt nochmal gefahren. Und hoffentlich kommt jetzt mal das Update für, ich sag gleich, wie es auf der Zunge, Railroads Online, das Plains Update. Kann ich auch da endlich mal wieder Videos machen. Und wenn das dann kommt, dann werde ich mir eine Karte anschauen.
wird dann eh spannend. Die ganzen Mods werden dann vermutlich nicht mehr gehen. Also gerade Mini-Zwerg und Wayward's Online Extended. Ja, wobei, Wayward's Online Extended könnte zumindest bedingt funktionieren. Ah, jetzt werden wir sehen, wenn es soweit ist. Anhand war jetzt schon da, dass sie nochmal ein Delay haben mit dem Update. Naja. So, ein Kollege da vorne. Lass mal hier Platz machen. Ein kleines Güterterminal hier. Satteltank, Look, könnte man eigentlich auch mal fahren. Ich will auch schon lange nicht mehr nach. So, da ist auch unser Halt. Klein, aber fein. Vermutlich speziell da nur für die Fabrik da, so wie es aussieht. Wo sie den ganzen Traffic ein bisschen erzeugt. Eine Sache verstehe ich jetzt nicht so ganz. Nachdem wir jetzt hier angehalten haben müssen, müssen wir hier auf dem Kopfgleis gleich fahren. Und dann fahren wir auf den anderen Bahnsteig hin. Also, ob es da nicht sogar ein bisschen mehr Sinn gemacht hätte, als wenn wir hier einfach die Richtung gewendet hätten und wieder zurückfahren. Klar, wären wir auf der kurzzeitig mal auf der falschen Seite quasi. Aber für die paar Meter da. Ah ja, das Spiel wieder so. Eigentlich schon der Aufwand. Gerade der für zum Weichenstellen etc. und die Zeit, was da jetzt verloren geht. Könnt ihr mal gerne in die Kommentare reinschreiben. Was ihr besser hätte, ob das jetzt hier klar jetzt richtig damit hätschern oder gerade auf welchem Bahnsteig bei der anderen Richtung. Also einen langen Atem hat die Lok auf alle, der Triebwagen auf alle Fälle nicht. Oder ne, da vorne ist auch schon der Punkt zum Wenden. Kurz vor dem Signal. Okay. Und einmal ab auf die andere Seite rein. Das ist der andere Führerstand, wenn man so möchte. Und da ist es ein bisschen anders zum Fahren. Also wir haben jetzt eine mechanische Verbindung hier zum Fahrregler, aber nicht zum Richtungswender. Und die Bremse haben wir auch. Jetzt müssen wir quasi hier mit dem Gong sagen, einmal Start. Das heißt Richtungswender voll in unsere Richtung zum Anfahren. Und der bestätigt das auch immer. Und jetzt habe ich mit dreimal Dong gesagt, er soll die Bremsen lösen, so wir wieder Druck auf der Leitung haben und dann können wir fahren. Wäre die Simulation jetzt richtig, dann kümmerte er sich auch ums Befeuern und Wasser. Macht er hier leider nicht. Das muss ich doch noch selber machen. Da werde ich dann beim zweiten Halt, den wir haben, kurz nochmal die Richtung ändern. Und nochmal selber nachfeuern. Aber bis dahin reicht es erstmal. Wenn wir dann mit dem anderen Triebwagen unterwegs sind, da funktioniert es richtig. Da kann man es dann rein aufs Fahren konzentrieren. So, bleiben wir jetzt hier nochmal stehen. Schon noch ein bisschen, damit der zum Stehen kommt. Mit einer leichten Verspätung. Naja.
Ja, lieber nochmal speichern. Warte, das glaube ich hätte mich anzippt, wenn hier das Spiel wieder abgestürzt wäre. Ich glaube, so auf der anderen Seite würde ich schon ganz gern fahren. Und da ist ruhig, was ein Platz für dich. Ist relativ sauber, wenn der Kessel nicht bei dir ist. Was da noch cool ist, da hat es so Notches, wo quasi der Regler immer wieder reingeht. Das ist also keine dynamische Position. Da habe ich nochmal einmal quasi die Klingel geben und er sollte eigentlich den Richtungswender runterziehen, was er nicht macht. Und versuche jetzt da nochmal ihn zurückzusetzen. Ich gebe ihm dann jetzt nochmal die drei Bells zum Lösen. Und dann nochmal eins. Obwohl es ja schon gelöst ist. So, hier nochmal zurücksetzen. Was er bestätigt hat. Und dann nochmal versuchen, mit den Regler runterzugehen. Also braucht man ja viel zu viel Dampf. Mal zweimal zurückgeben, was falsch ist. Da habe ich dann auch gemerkt, das mit dem Wasser funktioniert auch nicht. Wo ich dann halt beim nächsten halt die Seiten einmal nochmal wechseln werde. Bevor uns da das Wasser ausgeht. Dann geht es ein bisschen berg nach unten. Da können wir hier sehr gut hinrollen. Aber das hat mich schon ziemlich geärgert. Ich hätte, also jetzt im Nachhinein, hätte ich natürlich noch mal im Handbuch nachlesen können, ob ich die Seiten irgendwie speziell wechseln muss, damit er das sauber hinkriegt. Gibt ja manchmal so Loks, wo man ein paar Sachen beachten muss, wenn man so die Richtung wendet. Ah ja. War trotzdem eine schöne Fahrt. Minuten noch und Ding ist gut. Was jetzt übrigens schräg war, was ich bis gesehen habe, aber das Signal hat eigentlich einen Halt angekündigt. Was ich wirklich komisch finde, dass ein Halt ist, weil bis ja das ist der einzige momentan auf der Strecke. Aber wenn man da sitzt, ist es wieder. Was wieder? Ich habe es gar nicht rot gesehen. Das Signal da direkt nach dem Halt. Es ist ja da eigentlich wirklich zu vorher losgefahren, aber dann hätten wir ja... Nee, stimmt, nein, das macht schon Sinn, dass vielleicht mal kurz rot gewesen ist, weil der Güterzug noch vor uns auf dem eingleisigen Segment war. Und erst dann bei Bahnhofseinfahrt hier dort freigegeben wurde. Das hat gerade zeitlich vermutlich gut passt. Oder? Da sind wir mal wieder. Bitte? Und da ist grün. Jetzt im Nachhinein frage ich mich, wo das Stellwerk für das Signal ist. Weil hier im Häuschen wird es ja vermutlich nett sein. Und ansonsten wäre es ja mega langer Weg. So, wie angekündigt, sind wir hier auf der anderen Seite dran. Und es gibt noch mehr Wasser und Feuer. Das vor allem Wasser ist jetzt wichtig. Feuer hätte vermutlich noch gereicht, bis New Abbott, der anderthalb Meilen hier. Macht natürlich dann auch Sinn mit der Steigung, dass sie da anhalten müssen, weil du kannst sie hier gar nicht im Wasser reinlassen.
Und wenn du es reinlässt, dann ist es ja wieder kühl, dann ist die Steam Generation wieder unten. Ja. Eine gute Touristenattraktion, wenn der unterwegs ist. So, Abfahrt. Probieren wir es mal mit dem Zurücksetzen. Das Bremsen löst und dann Richtungsbänder auf über 70, sehr gut. Jetzt sollte das dann bei der Fahrt auch wieder wechseln. Und ich meine, das hat jetzt beim zweiten Mal dann auch geklappt. Ne, macht schon wieder nicht. Bleibt ja dabei 75. Gut, theoretisch, was man natürlich auch machen kann, man bleibt einfach auf der anderen Seite drin. Und geht dann halt mit der Außenkamera raus und fährt dazu. Bisschen unschön, aber würde funktionieren. Erst auffällt, dass ich hier auf der linken Seite war. Bei den anderen Autocoaches, also den anderen Triebwagen und Dampflok, ist auf der rechten Seite. Ein paar Cinematic Shots. Einmal hier beim Bahnübergang. Das sieht jetzt auch noch ein bisschen spacig aus da fürs Auto. Macht bestimmt Spaß, da drüber zu fahren. Cool. Ich glaube, pünktlich werden wir es halt nicht mehr schaffen. Ein paar Meilen noch. Und Newton Abbott, da fehlt eine Geschwindigkeitsbegrenzung. Wenn wir dann nämlich wieder auf unser Gleis fahren, sind es auf einmal wieder 15 Meilen. Und ich meinte, die waren nicht angekündigt. Also die 25 davon schon, aber danach der Change nicht mehr. Das ist machen mittlerweile, das wird den Dampf ein bisschen legal. Wenn wir jetzt eh gleich da sind und dann rollen. Ah, ich hoffe, die Dampflok für Chainsim World 2 kommt jetzt bald raus. Das wird mich sehr reizen, denn da würde ich dann auch auf anderen Strecken mit rumfahren. Da vielleicht keine Strecke beispielsweise in Wurzelkopf her. Ich habe jetzt gerade nebenbei mal bei DuckTales Games geschaut, ob es für Speed of Steam ein Release Date hat. Habe ich aber nicht gefunden. Ich habe nur das Dev Update gesehen, beziehungsweise wo sie ihre Stream Madness gehabt haben. Da sind es auf die Signalboxes eingegangen und wie sie die Route quasi nachforschen, wie wo was gewesen ist, aber da steht halt nichts von einem Datum drin. Arbeiten schon ziemlich lang dran. Ich hoffe mal sehr, dass das noch dieses Jahr irgendwann rauskommt. Würde mich echt freuen. Weil die Bilder, was man so sieht, sieht nicht schlecht aus. So, wir sind jetzt auch gleich mal da und jetzt muss ich mal darauf achten, ob ich das mit den 15 Meilen irgendwo sehe. Das ist, wenn wir dann von dem Gleis wieder rechts auf unseren Halt wechseln. Nächste Güterzug hier. Nee, da war effektiv krank.
Oh, ist ein langer Zug hier. Bin ich. Dann habe ich ja nicht wirklich was falsch gemacht. Ja, genau, jetzt sagt er hier wieder 15. Naja, ist wie es ist. Hab ja keinen Unfall. Und dann nächsten Zug hier. Ah, das könnte ich mir den ganzen Tag anhören. Ja, liebe Leute, ich hoffe, es hat euch gefallen. Das war's. Das nächste Mal geht's mit den anderen Triebwagen weiter. Und dann kommen wir auf einen anderen Segment hier. Und ja, bis zum nächsten Mal. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da oder ein Abo. Bis dann dahin.